Wieso gibt es dann also schlaue, ja, und weniger schlaue Menschen? Und ein menschliches Gehirn wiegt im Durchschnitt, und es ist ziemlich schwer, so zwischen 1300, 1400, 1500 Gramm, wobei das Gehirn von uns Männern ein kleines bisschen größer und schwerer ist. Das denken Sie jetzt mal bitte auf gar keinen Fall an einen rosa Elefanten. Nicht daran denken. Welches Bild hatten Sie jetzt gerade vor Augen? Ja, so geht es tatsächlich den meisten Menschen von uns. Allein schon an diesem kleinen Test erkennt man, dass uns unser Gehirn manchmal einen Streich spielt. Im Großen und Ganzen können wir uns allerdings voll darauf verlassen, was uns unsere grauen Zellen vorgeben. Wie das Gehirn funktioniert, wie wir es schützen und bis ins hohe Alter auch geistig fit bleiben, das schauen wir uns jetzt einmal an. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Mit meinem YouTube-Kanal möchte ich medizinisch verständlich und korrekt aufklären über Erkrankungen, typische Krankheitsbilder, aber auch über den Wunderwerk Mensch, über Organe, wie zum Beispiel unser Gehirn. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Ein menschliches Gehirn wiegt im Durchschnitt, und es ist ziemlich schwer, so zwischen 1300, 1400, 1500 Gramm, wobei das Gehirn von uns Männern ein kleines bisschen größer und schwerer ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir oder daraus ableiten können, dass wir Männer intelligenter sind. Das hat man früher gedacht, großes Gehirn, intelligenter, ist aber Humbug. Das Gehirn besteht aus vier Teilbereichen, ganz grob gesagt. Aus einem Groß- und einem Kleinhirn, dem Zwischenhirn und dem Hirnstamm. Die kann man hier einmal sehen. Insgesamt stecken etwa so 100 Milliarden Nervenzellen, über 100 Billionen Synapsen hier drin. Und das ermöglicht unser Denken, unser Handeln. Allein mit den Nervenbahnen in unserem Gehirn könnte jeder einzelne von uns die Erde insgesamt fast 150 Mal umrunden. Die sind nämlich 6 Millionen Kilometer lang, diese Nervenbahnen. Das muss man sich einmal vorstellen. Also 6 Millionen Kilometer Nervenbahn allein in diesem Gehirn. Was tut unser Gehirn den ganzen Tag? Die Frage ist gerechtfertigt, denn auch wenn wir mittlerweile schon viel darüber wissen, wie wir denken, sind noch längst nicht alle Fragen beantwortet. Fakt ist allerdings, dass sich unser Gehirn in mehrere Bereiche aufteilt, die alle ganz spezielle Funktionen erfüllen. Hier haben wir beispielsweise den Thalamus. Das ist ein Teil des Zwischenhirns. Und hier landen alle, vereinfacht gesagt, alle Sinnesausdrücke mit Ausnahme des Geruchssinns. Ohne den Thalamus wären wir also simpel ausgedrückt blind und taub, könnten nichts fühlen, keine Temperaturen irgendwie wahrnehmen, keine Schmerzen wahrnehmen. Hier liegt also auf der Hand, dass der Bereich absolut unverzichtbar ist. Wir kommen gleich auch noch auf Bereiche oder zu Bereichen, in denen der Nutzen nicht so auf der Hand liegt. Das ist wichtig für Sie einmal zu wissen, weil wenn man einen Schlaganfall hat, kommt es immer darauf an, wo der Schlaganfall ist, in welchem Areal, und je nachdem sind dann nämlich die Symptome. Je nachdem, welcher Bereich vom Gehirn sozusagen ausfällt durch den Schlaganfall, hat man danach Probleme. Den Anfang macht da der Hypothalamus. Neben der Namensähnlichkeit teilen sich der Thalamus und der Hypothalamus auch die Lage. Beide sind Teile des Zwischenhirns. Ist ja das Zwischenhirn eins der vier Oberbereiche von dem Gehirn, die ich eben erwähnt habe. Und spätestens bei den Funktionen, da hören die Gemeinsamkeiten dann von Thalamus und Hypothalamus auf. Der Hypothalamus ist nämlich so etwas wie die Schaltstation zwischen den Hirnabschnitten. Und hier sammeln sich alle Informationen, bevor sie dann in die dafür vorgesehenen Bereiche weitergeleitet werden. Im Hypothalamus wird zwischen Hormon und Nervensystem vermittelt, was bei uns dann beispielsweise das Hungergefühl oder auch den Sexualtrieb auslöst. Also Hungergefühl zum Beispiel, wichtig, Hypothalamus. Alle Funktionen des Gehirns aufzuführen würde zu lange dauern. Das ist jetzt nur einmal ein Beispiel, deswegen blende ich hier einmal noch alle anderen wichtigen Teile des Gehirns und auch ihre Funktion ein. Gerne stoppen Sie einmal. Pausieren Sie also, schauen Sie einmal drauf, schauen Sie einmal auch den Brodmann-Atlas an, denn hier sind alle bisher bekannten Areale unterschiedlich eingefärbt. Das hat man also mal alles untersucht. Wir springen im Thema jetzt etwas und kommen zur eigentlich spannenden Frage, auch für Sie relevant, deswegen auch mal für Sie relevant zu wissen, wie unser Gehirn nämlich aufgebaut ist, wie ein Gedanke im Gehirn eigentlich entsteht und warum einige Menschen das besser können als andere, was es vielleicht auch mit Intelligenz zu tun hat. Wie entsteht ein Gedanke und was macht uns schlau? Ganz am Anfang hatte ich ja gerade schon gesagt, dass man alleine von der Größe des Gehirns nicht ableiten kann, wie intelligent wir sind. Doch wie kommt es dann, dass Deutschland aktuell mit einem Durchschnitts-IQ von genau 100 Punkten auf Platz, und jetzt schätzen Sie mal,
Wir liegen damit auf Platz 15 der intelligentesten Länder. Da sind also 14 Länder vor uns. In der Theorie sind auch alle Gehirne mehr oder weniger baugleich, beziehungsweise zumindest nicht so unterschiedlich. Wir sind ja alle Menschen, dass dieser Punkt allein die Unterschiede erklärt. Wenn man von kleinen Unterschieden absieht, sehen Ihre grauen Zellen und meine in etwa so aus, wie man hier in dem Video sieht. Also ähnlich. Wieso gibt es dann also schlaue, ja, und weniger schlaue Menschen? Und ich rede jetzt nicht davon, wenn jemand eine Erkrankung hat. Die Forschung ging lange davon aus, dass einige Gehirne einfach besser organisiert sind und dadurch effektiver und schneller arbeiten. Mittlerweile steht aber fest, dass es so etwas wie eine Gesamtintelligenz gar nicht gibt. Das Gehirn als Ganzes funktioniert nicht effizient oder effizienter. Es sind eher einzelne Regionen, die besonders stark vernetzt sind und dadurch leistungsfähiger werden. Also sozusagen bestimmte Regionen im Gehirn. Und ich hatte ja ganz am Anfang des Videos Ihnen extra mal verschiedene Regionen genannt und gezeigt. Und hier sehen Sie einmal alle aktuell bekannten Intelligenzdimensionen. So nennt man das. Schauen wir uns jetzt also einmal an, wie ein Gedanke entsteht. Das ist, glaube ich, super interessant einmal zu verstehen. Am Anfang haben wir ein Neuron, das aktiv wird. Das sehen wir hier in der Einblendung. Der helle Schein ist ein Signal bzw. ein elektrischer Impuls. Das sind also elektrische Impulse und diese werden über Synapsen weitergeleitet, bis sie die Stelle erreichen, an der sie dann verarbeitet werden können. Und die Informationen dazu, die kommen entweder aus Sinneszellen oder auch den Hormonen. Und deswegen ist der, ich hatte ihn ganz am Anfang ja erwähnt, der Hypothalamus als Verbindungsstelle zwischen Hormon und Nervensystem auch so wichtig. Und nachdem das Gehirn das Signal verarbeitet hat, sendet es eine entsprechende Reaktion aus und wir bewegen unsere Muskeln zum Beispiel. Wir produzieren Sekrete oder nehmen die Information aus diesem Video zum Beispiel auf. Das, was ich Ihnen jetzt erzähle, hören Sie ja, das sind Sinneseindrücke, verarbeiten Sie. Im besten Fall werden die dann auch dauerhaft im Gehirn abgespeichert. Welche Krankheiten kann das Gehirn verursachen? Und jetzt halt noch ein wichtiger Aspekt. Wir haben hier also eins der bedeutendsten Organe des Körpers. Ohne könnten wir nicht leben. Und dementsprechend schwerwiegend sind Ausfälle von Teilen des Gehirns. Schlaganfall hatte ich ja eben schon ganz am Anfang erwähnt. In einigen Sportarten sind Kopfverletzungen seit Jahren ja schon Dauerthema. Stichwort mal Boxen, Kopfball spielen. Schon kleine Gehirnerschütterungen können auf lange Sicht dafür sorgen, dass wir im Alter geistig abbauen. Das wissen wir mittlerweile. Deshalb ist der Schutz vor Schäden absolut wichtig und sollte von niemandem auf die leichte Schulter genommen werden. Ich bin wirklich mal gespannt, wie sich das in Zukunft noch weiterentwickelt. Stichwort wieder Kopfball spielen bei Fußballspielern, bei Kindern. Wer mehr Informationen zu drohenden Krankheiten des Gehirns einmal haben möchte, der sollte sich einmal dieses Video von mir anschauen. Da bin ich schon einmal gezielt darauf eingegangen. Doch auch wenn wir unser Gehirn vor allen schädlichen Einflüssen von außen schützen, müssen wir zusätzlich schauen, dass wir unser Gehirn fit halten. Also nicht nur außen sozusagen schützen, sondern hier drin müssen wir das Gehirn auch fit halten. An den Synapsen, den Nerven, die ich eben erwähnt hatte. Ich gebe Ihnen jetzt die wichtigsten Tipps einmal mit auf den Weg, die die grauen Zellen langfristig fit halten. Wer eben aufmerksam zugeschaut und zugehört hat, hat damit den wichtigsten Teil schon erledigt. Dieses genaue Zuhören, Zuschauen, das ist wichtig. Damit trainieren wir unser Gehirn. Unser Gehirn ist angewiesen auf Verbindungen zwischen Zellen und da es ist wichtig, passt es super, wenn das Gehirn selbst diese Verbindung stärkt, nämlich wenn wir sie häufig gebrauchen. Andersherum verkümmern Verbindungen, die wir selten benutzen. Auf dem Sofa rumliegen, nichts mehr machen, nicht mehr nachdenken, unser Gehirn verkümmert. Deshalb ist es sinnvoll, die grauen Zellen immer wieder zu fordern, neue Dinge auszuprobieren und sich selbst regelmäßig an Neues zu wagen. Ganz einfacher Satz, wer rastet, der rostet. Und das gilt besonders für unser Gehirn, noch viel mehr als für unseren Körper. Da wird es deutlich häufiger ja berücksichtigt, aber unser Gehirn noch wirklich zu trainieren, machen viele nicht mehr. Zu viel Fernsehen, langweiliger Job, vielleicht soziale Einsamkeit sind unsere schlimmsten Feinde, wenn es darum geht, auch im Alter noch geistig voll auf der Höhe zu sein. Anderes extremes Beispiel, wer mit 60, 70 nochmal studiert, nochmal eine Fremdsprache lernt, sich mit einem Thema richtig auseinandersetzt, neue Rezepte probiert, Volkshochschulkurse, in Reisen, auf Reisen geht, in neue Länder. Das sind alles wichtige, super Auslöser für Denkprozess und damit für unser Gehirntraining, ein Gehirnjogging machen. Je früher wir das beherzigen, desto besser bleibt unser Gehirn in Schuss. Zum Abschluss schauen wir uns jetzt noch an, wo das ganze Wissen,
dann schlussendlich überhaupt landet. Wie sieht der Aufbau des Gehirns aus? Damit komme ich noch einmal zurück auf unsere Einblendung von vorhin. Hier sehen wir die insgesamt 5 Abschnitte, in die unser Gehirn grob eingeteilt wird. Das sind zum einen das Großhirn, das Kleinhirn hier im hinteren und unteren Teil, das Mittelhirn dazwischen und dann auch das Zwischenhirn und das Nachhirn. Vorhin hatte ich ja mal 4 Teile erwähnt, man kann auch 5 Teile sagen. Wie der Name schon verrät, ist das Großhirn der größte Teil und das, was wir als erstes vor Augen haben, wenn das Wort Gehirn fällt. In dieser Einblendung sind die ca. 52 verschiedenen Areale der Großhirnrinde einmal eingefärbt. Und die eben schon erwähnten Thalamus und Hypothalamus, die bilden das Zwischenhirn und den kleinsten Teil bildet das Mittelhirn. Trotz des Namens ist das Kleinhirn tatsächlich größer und vor allem für unsere Motorik zuständig. Also Kleinhirn bedeutet nicht, dass es der kleinste Teil ist. Wird oft ein bisschen vielleicht verwechselt. Das Nachhirn hier hinten bildet quasi den Übergang zum Rückenmark und verbindet das Gehirn damit. Wer so viel arbeitet, muss natürlich auch ausreichend versorgt werden und unser Gehirn arbeitet wirklich richtig viel, braucht richtig viel Energie. Und hier in dieser Einblendung sieht man die Gefäße, über die das Gehirn mit sauerstoffreichem Blut versorgt wird. Das Blut kommt dabei über die rechte und die linke Halsschlagader. Pro Minute sind das so circa 800 Milliliter, also eine ganze Menge Sauerstoff, Blut und andere Nährstoffe, die unser Gehirn benötigt. Schwankungen der Blutzufuhr sind gefährlich und müssen bestmöglich verhindert werden. Deshalb sind auch so circa 15-20% der Herztätigkeit alleine für die Versorgung des Gehirns zuständig. Also 1/5 von Ihrem Herz, was pumpt, davon geht quasi Richtung Gehirn. Und wenn diese Wege hier natürlich verkalkt sind durch Atherosklerose zum Beispiel, kann es zu Problemen kommen. Zusammen mit dem Herz bildet das Gehirn also das Zentrum unseres Körpers und wir sollten uns immer mal wieder selbst daran erinnern, wie viel Arbeit das Gehirn eigentlich verrichtet und wie wichtig es deswegen ist, auch das zu schützen. Wer sich jetzt noch zusätzlich etwas fordern möchte, kann gerne hier auf dem Kanal weitere Videos einmal anschauen. Medizinisches Wissen in der Regel kann genau das Richtige für Ihre grauen Zellen sein und hat einen positiven Nebeneffekt, nämlich, dass Sie Ihr Gehirn damit fit halten und ich Ihnen dabei auch noch Tipps gebe, wie Sie das machen können. Viel Spaß dabei. Gerne schreiben Sie in die Kommentare Ihre Meinung hierzu. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.